Ja, Malte zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Pokémon-Karten-Unpacking der etwas anderen Art. Immer noch digital, immer noch mit den gleichen Gästen. Wir haben den Daniel hier, wir haben Naurial hier. Hi. Wir haben Nick hier. Hey, ich bin's. Und die besteste Frau Retro der Welt. Hi. Ich habe im ersten Video eigentlich alles gesagt, wie es abläuft. Wir haben die Codes von Daniel bekommen, von seinen echten Karten, die er gekauft hat. Und hey, wir packen die restlichen 12 Booster heute aus. Und wir werden das wieder abwechselnd machen, aber heute fangen wir mit Clash der Rebellen an. Auf geht's. Nicht lang schwafeln. Karten auf. Manche würden auch sagen, Clash of Clans. Würden manche sagen. Schneid's hoffentlich in die Blooper. Auf geht's. Da sehe ich doch schon wieder einige neue. Wir haben einmal eine Stahlenergie, wir haben wieder ein Toxel. Hatten wir letzte. Also die, ich mach's ja auch wie halt schon in anderen Videos, ne? Die wir schon im letzten Video hatten, die werden einfach nur schnell ein bisschen übersprungen. Vielleicht nochmal sagen, armes Viech und das war's. Skalyk! Hatten wir letztes Mal tatsächlich nicht. Ist halt ein Urzeit-Gereif-Baby-Pokémon. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Und ich glaube tatsächlich, der kam Sonne und Mond das erste Mal dazu. Und da war der eigentlich schon relativ stark, also die haben seine Entwicklung zumindest. Ist ja eine Windel. Das ist ja auch das Windel-Pokémon. Echt? Ja, hier steht's, Windelpokémon. Ach Leute, steht ja, lol. Dann haben wir Schallquapp, ist halt eine süße kleine Kaulquappe. Das guckt voll traurig. Dieser Mund und diese Augenbrauen. Deswegen haben wir zwei Frauen dabei, Ladies and Gentlemen. Weißt du, alle Männer so, hier ist halt eine Kaulquappe, tschüss, gell. Alle Frauen eskaliert. Ein Geweiher. Das ist auch so cute. Und wie heißen die Wasserläufer, gell? Wassergier. Okay, ist das Wassergier? Stimmt. Fühlig. Laternecto. Die Entwicklung aus der Kerze, aus der brennenden. Das wird halt endlich mal eine richtige Lampe, ne? Also Gaslampe. Ne, wunderschön. Aber gar nicht mal so stark? Ja, Laterne halt, ne? Irgendwie. Und ja gut, die Fähigkeit ist halt gut. Das ist halt auch wieder gut zum Aufbauen, wenn du sagen willst, ich baue jetzt einen auf, aber dann musst du halt erstmal ein Lichtl haben. Und das sind Zubiris im Hintergrund. Stimmt, hi. Fantra? Machen sie eben leicht gemacht? Ja, Mann. Ja. Ich hab extra irgendwas anderes überlegt, dass ich nicht das gleiche sag, aber okay, das wenn ihr seid wahrscheinlich. So. Bumerang! Wusstest du, dass die dritte Entwicklung davon schießt mit den ersten. Ja. Nicht dein Ernst! Ja. Tust du jetzt so, als hättest du den Pokédex-Eintrag nicht gelesen? Nein, ich tue so, als hätte ich es nicht im letzten Video zu ihm gesagt. Also in seinem Video. ein Plaudergei, ich hoffe, du hast das reingeschnitten. Ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, es gibt tatsächlich gar nicht so viele Sachen online davon. Ein Shiny, also Reversed Holo. Ja. Vogelbär. Ah. Ja, schon süß. Shiny gibt's aber nicht, oder? So nee, einfach. Soweit ich weiß, gibt es tatsächlich keine Shiny-Karten. Ja. Das haben sie sich im Pokémon im Sammelkartenspiel tatsächlich gespart. Und dann. Trommelwirbel. Die erste verdeckte Karte für dieses Video ist ein. Oh. Ist ja mega nice. Das ist ja die gleiche, mit der wir den letzten Part beendet haben. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, das normale Ognatoll war tatsächlich ein ägyptischer Sarg. Nice. Boah. Ist ja mega nice. Das war so spannend, ich muss gleich einfach weitermachen. Okay, wir haben mal eine Stahlenergie. Dann ein Schnurtel. Schnurtel! Hey, jetzt kannst du endlich den anderen entwickeln, den du hast. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt auch endlich einen. Ein Klapptifuchs. Oder drei. Aber voll süßes Artwork. Oh, das eine mit dem Korb. Voll süß. Der hat hier Dings im Mund. Sieht auch voll süß aus. Den so drauf. Aber der kann halt gar nichts. Wir hören, wirf eine Münze über den Kopf, kann das verteidigte Pokémon während des nächsten Moves deines Gegners nicht angreifen. Ist schon nicht verkehrt. Dann braucht man ein bisschen Glück. Okay. Ein Molly Morba.
Oh. Hey, was kann dein Pokémon? Gar nichts. Ah. Ein Carpador also. Oh, Gelatini. Ah. Es ist halt Eis. Ein Eis. Aber irgendwie sieht es halt schon süß aus. Ja. Ah. Zum Anbeißen. Mit großen Augen. Da ist wieder das Skoppel mit der verrückten Party. Duodino haben jetzt auch, glaube ich, 3 Stück. Er steht ja da unten. Das ist mein drittes. Ach, guck mal. Haben wir auch schon jetzt 3 Stück. Da ist der Wirrscheinwald wieder. Aha, starke Karte. Ja, aber im Zusammenhang zum Beispiel mit jetzt hat mit dem Rutenschlag. Das ist halt schon geil, weil wenn du jedes Mal eine Münze werfen kannst, kann halt der Gegner das nächste Mal nicht angreifen. Was halt bedeutet, er macht ihn nicht kaputt. Du kannst dich aufbauen. Nachteil daran wäre halt wieder, er kann sich halt auch aufbauen, aber kann halt nicht angreifen. Ja, dementsprechend ja, ist halt wieder so ein bisschen, ja. Da ist Meltan in Reversed Holo, die Vorentwicklung von Melmetal. Wo Nick letzte Folge so toll festgestellt hat, der hat metallene Arme. Oha, der hat ja Metallhände. Oha. Was ist das? Hier, Meltan mittendrin. Yes, no, maybe. Ach, Malcolm in the middle. I don't know. Can you Überleg dir mal sowas, gib dir eine Kopfnuss. Mein Kopf würde da durchpassen. Könnt wehtun. Na, bei einer Größe von 20 Zentimetern glaube ich nicht, dass dein Kopf da durchpasst. Dein Kopf sieht aus wie deine Mutter. Verstehen Sie? Wow, Alter. Aber bei einem Gewicht von 8 Kilo könnte so eine Kopfnuss von dem Ding echt wehtun. So eine 8 Kilo Mutter, die auf deinen Schädel fällt, glaube ich, tut weh, ja. Und jetzt hat... Bitte nochmal, bitte nochmal, bitte nochmal. Und... Ein Schmetterling! Das ist hübsch. Das ist eine Feuermotte, ja. Die Vorentwicklung haben wir schon, das ist Iggy. Ah, ja. Wer ist es? Aber kennst du den wenigstens? Nee, also habe ich auch nie so viel gespielt tatsächlich. Hä? Also ich weiß, den gibt's. Ich glaube, den habe ich in einer anderen Form auch irgendwie irgendwo in meinen Karten drinnen, nicht in meinem Deck, aber... Okay. Aber das ist halt, ja... Okay. Aber halt ganz normal, kein Shiny, kein gar nichts. Yeah, auf geht's, die Clash of Clan Packs, wie manche sagen. Yeah. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Alles gut. Was soll ich sagen, Bruder? Okay, Pflanzenenergie. Ein Galar-Mauzi, hatten wir auch schon. Angerannte Mauzi, ich will es, sorry. Ein Primova. Oh! Seine Fähigkeit ist Freunde finden. Hallo. Es ist hübsch. Also das ist eigentlich schon eine relativ sehr gute Fähigkeit, weil ich kenne solche Fähigkeiten, wo man sagt, suche nach einem Basis-Pokémon oder so, aber durchsuche dein Deck nach einem Pokémon, zeige es deinem Gegner und nimm es auf deine Hand. Also ich kann mir halt alles aufbauen, was ich brauche. Ich leg mein Primova, jetzt suche ich mein Deck und dann hier, guck, die nehme ich jetzt. Arktas, Mofoge. Und das kannst du halt, solange er noch lebt und du hast eine Energie an ihn angelegt, jede Runde machen. Das ist schon eine starke Fähigkeit. Da könnte man überlegen, ob man den nicht irgendwie mit ins Deck einbaut, ja. Da ist er. Ich bin Fan von den Apfelfiechern. Ja, ich sag's, wie es ist. Ich auch. Ich find's halt geil. Jetzt nicht vielleicht von dem, aber... Der hat die Augen von Mr. Krabs. Aber die Attacke ist schon relativ gut. Da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Feld, mit der Stadionattacke, Karte, die wir haben. Wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mehr pro Kopf zu. Und wenn ich so oft drehen kann, wie ich will, dann zerlege ich ja mit Knapfel jeden, Alter. Ah. Oh. Schon stark. Da, Galar Makavaya. Oh. Die Vorentwicklung von dem Viech haben wir jetzt auch endlich. Ja, Mann. Hi, Stuart. Alles klar? Hey, der.
Ein Potrott. Oh. Auch süß. Ja, irgendwie hat er was, gell? So eine Art Schildkröte, so eine süße. Loch Ness. Stimmt. Oh, könnte sein, ja. Dann haben wir einen Akkup. Jo. Ist halt fetter Käfer, der irgendwie aussehen soll wie ein Bus, ein Powerbank. Powerbank, irgendwie so, ja. Keine Ahnung. Ein Mebrana in Reversed Holo. Okay, nice. Und nice. Schallkorb haben wir ja schon. Der sieht dann, wenn er sich entwickelt hat, so aus. Ist ja nicht mehr ganz so süß, ja. Und dann haben wir ein. Ein Krypuk. Ganz normal, aber cooles Artwork. Ey. Ist das ein Fleck? Nee, das ist eigentlich ein Geist-Pokémon. Achso. Es wurde in einem Spalt eines Steins gebannt als Sühne für Untaten, die es vor 500 Jahren begangen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Legi ist, aber ich glaube, es ist ein Semi-Legendary-Pokémon. Ist halt nichts, was man einfach so alltäglich überall findet, sondern das kann man, glaube ich, in Schwarz und Weiß einmal kriegen oder so. Dieser Moment, wenn du die Karte spielst und dein Gegner einfach so... Was? Hat da irgendwie dein Kind drauf gekritzelt oder? Was ist das? Aber ich weiß, was du meinst. Okay. War leider nicht Full Art, aber egal, weiter geht's. Wir haben ja noch 9 Packs. Wo ist das nämlich? Bild. Okay. So, Eneko. Ah, ich töte. Kapuno hatten wir auch schon. Pummeluff, auch schon letzte Folge. Ein Dummiesel. Schon irgendwie süß. Hast du gerade Pikachu gesagt? Nein, ich wollte. Dazu könnte man was sagen, aber. Okay. Achso, ja, verstehe. Dann haben wir Galarflampion. Voll süß. Ja, das stimmt. So ein kleiner Eistypi. Da haben wir wieder das Swati. Das ist süß. Da ist wieder die Yeltröte. Hey! Und das Visor. Und. Oh, das ist ja mein mega das süße Artwork! Oh, ist das cute. Normal finde ich Knackler und voll doof, aber das ist echt cute. Auf jeden Fall, das ist süß, ja. Wahrscheinlich kam es irgendwie raus mit Yoshi's Woolly World oder so. Keine das ist sehr ja. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Aber hat was. Sieht cool aus, auf jeden Fall, als Reversed Holo. Hey. Nick, check mal den Preis. Und von meiner neuen... Oh, ne? 1 Euro. Okay. Ah, brauchst nice. Du nicht checken, aber hammer cool. Aber guck. Hast du gerade nicht gesagt, check. Slimer mit 80 HP war das oder was? Mit einer Attacke, die 10 Schaden macht. Ja. Und dann... Bam. Ja, aber du musst ihn halt auch erstmal aufbauen können. Mit 4 Energiekarten. Ja, das stimmt, aber es lohnt sich. Ja, und? Aber dann mit 140 KP und 120 Attacke, die halt dann auch nicht irgendwie noch einen Zusatzeffekt hat, der negativ für dich ist. Ja. Es gibt auch viele, die haben dann sowas und dann musst du wieder eine Energiekarte weglegen oder dann passiert dir selber irgendwas oder so. Aber mit 120 Damage... Ist das erstmal eine solide Attacke, ja, klar. Absolutely. Und dann hier Dreifachgift, ist halt auch geil, wenn er vergiftet ist. Er muss halt immer Pokémon-Check machen, ich glaube vor der Runde und nach der Runde. Jedes Mal Kopf oder Zahl. Und je nachdem, was er halt trifft, kriegt er halt 30 Damage. Das ist halt auch geil, der Gegner. Das ist ein solides Pokémon, würde ich spielen, tatsächlich. Wenn ich halt mir so ein dunkleres Deck zusammenbaue und mit den passenden Energiekarten dazu, würde der auf jeden Fall mit dabei sein. Ja. Okay, dann einmal wieder Clash der Rebellen. Auf geht's. Ratsch. Ist jetzt ganz schon mal Zeit für so ein Oberhammer-Pokémon? So ein Oha! So, Psychoenergie. Okay, Raupi. Immer noch Classic. Das erste Pokémon, das Ash jemals selbst gefangen hat. Ein Raupi. Ist richtig, stimmt. Ja. Hammergeil einfach. Und ich find's halt irgendwie süß. Da ist er wieder. Das ist dein ständiger Begleiter. Ein Galarbrenner hatten wir noch nicht. Ja.
passend zu dem Lauchzelot. Da haben wir wieder die Sahne. Oh, Pix. Das ist so süß. Ja. Schick ich Montag los übrigens. Nice. Schick ich Montag los übrigens. Ganz genau. Der Spoiler von Nerdy. Olivia. Ja. Da tat er mir schon so ein bisschen leid. Wusste ich nicht, dass er noch nicht. Aber okay. Zwillingsenergie, hammercool. Ist halt doppelte Energie. Ist halt ja, super. Solange es halt kein V- oder GX-Pokémon ist. Elizard hatten wir auch schon. Ja. Magbrand. Das ist die Entwicklung von Magma. Ja, kam in der vierten Generation, glaube ich, dazu. Ja, in der vierten. Ah. Aber als Reversed Holo, hammergeil, hammergeil. Sieht cool aus. Ja, sieht halt einfach mächtig aus. Nicht hübsch oder so, aber einfach mächtig. Ja, okay. Ja, fühle ich. Okay, die erste und die zweite. Oh. Galamauzinger! Der Wikinger. Jetzt ist er ein Wikinger geworden, ja. Hat einen Wikingerhelm bekommen. So eine Klinge. Armes Mauzi, Alter. Es tut mir einfach leid. Kann sich aus Mauzi Mauzinger entwickeln? Das Galar-Mauzi tatsächlich wird zu einem Galar-Mauzinger, ja. Okay. Sonst wird Mauzi halt ganz normal zu Snobilikid. Ja, ja, eben, deswegen. Da ist jetzt, das ist jetzt das Booster. Flammende Finsternis mit dem Holo Glurak, auf dem alle geil. Ja, Mann. Hab ich Chemorie? Hast du einen Glurak in deinem Deck? Ja, ja. Glurak gibt's ja oft. Aber halt nicht das Glurak, ne? Ja, nun, ja. Okay, Weberak kennen wir schon. Ignoti? Ja. Ja. Bopotas? Ja, jetzt wird's langsam halt, ne? Eneko. Rose? Rose. Dann Kranowitz. Okay, nice. Von Pekko heißt der, glaube ich. Ne, Micro steht ja da, Micro, der lesen kann. The Bird Pokémon. Vibrava. Ich glaube, da sind wir durch. Nein, wir haben nochmal einen. Ah, der entwickelt sich aus dem Wollknäuel, Freund. Wie? Ja, aus Knackleon. Wird Vibrava. Yes. Stimmt, Vibrava haben wir noch gar nicht gesehen. Mega übersprungen. Also wird ein cooles Viech tatsächlich, ja. So ein Libelle. Kommt da noch was danach? Ja, tatsächlich schon. Okay. Außer ich täusche mich da jetzt, aber da müsste noch. Doch, da kommt noch was. Dann haben wir einen Dummesel. Aha. In Reverse Holo diesmal. Dummesel ist halt Babo. Das ist halt ein Dummesel, Alter. Ja. Und jetzt das Glurak, auf das alle so geil. Ey. Ich nehme auch einen Holo Milotic. Das ist auch schön. Das ja, weiß zwar jetzt noch keiner, ich habe die exakt gleiche Karte. Spoiler! Das ist halt auch eine coole Fähigkeit. Einmal während deines Zuges. Das Video kommt nicht morgens, oder? Aber meins kommt jetzt raus. Das ist live. Ich bin direkt gleich. Oh, bitter. Einmal während deines Zuges kannst du 20 Schadenspunkte bei jedem deiner Pokémon haben. Ist halt schon eine hammergeile Fähigkeit. Crazy, ja. Das heißt auch die Pokémon auf der Bank, wenn die Schaden haben oder so. Kannst du einfach bei jedem Pokémon 20 heilen, ist schon stark. Und Surfer ist eine starke Attacke. So nice. Für nur drei, Energiekarten. Ist ja fast wie ein Glurak, ne? Okay, die Hälfte der Booster sind schon wieder weg. Auf geht's. Serie Schwert und Schild. Clash der Rebellen. Okay. Haben wir einmal Hokumi wieder. Sahne-Pokémon. Hey, Mini-Giuliano. Embamon. Da ist wieder das coole Skoppel. Aha. Die Tasse. Da ist keine Tasse, da ist ein Baum. Okay. Ein Pokéball. Wirf eine Münze. Bei dem Kopf kann ich einfach ein Pokémon aus meiner Hand holen. Aus meinem Deck. Das ist schon cool. Aus meiner Hand. Einfach so hier, so. Komm her! Wie heißt es? Zweilord, das zweitgrößte Pokémon. So. Jo. Ich find's lustig, wie Primano auf seinen Zöpfen steht hinten. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich solche Zöpfe hätte, die so stark sind, die mich tragen können, ich würde es auch machen. Einfach zum Flexen. Ein Waggon. Die Entwicklung von Clonkett. Wo ist der ICE? Kommt noch. Siehste?
Gewürzsohle. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und. Zack! Und ein Zwiebeln! Topfmädchen. Sieht halt mega hübsch aus. Das Holo, das Hintergrund, das Viech allgemein. Aber tatsächlich komisch. Einmal während des Zuges kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Jeder Spieler legt eine Karte aus seiner Hand auf seinen Ablagestapel. Dein Gegner legt als erster ab, okay. Tropfender Groll. Lege für jedes Pokémon in deinem Ablagestapel eine Schadensmarke auf das aktive Pokémon deines Gegners, okay. Ist halt relativ Late Game. Wenn du schon viele tote Pokémon hast, macht die natürlich mehr Damage. Mhm. Aber sieht halt mega hübsch aus. Yes, sir. Naja. Okay, auf geht's. Ich habe natürlich gelogen, das ist jetzt das Booster mit dem Holy Glurak. Ah, bisschen Spannung aufbauen. Okay. Gut, Wasserenergie. Da haben wir ein Flemly. Ah, oh, okay, haben wir schon. Ich dachte, jetzt will der nächste Ohr sagen, aber okay. Gut, Gastella mit Corazon hatten wir auch schon. Ich kann mit dem Viech halt nichts anfangen. Da ist wieder Zahnrad. Yo, Zahnräder. Das Wieso, aber in einem anderen Art kann das sein. Nein. Nee. Ich hab irgendwie zu viele Bouts. Ja. Ein Dugtree, Digga. Dugtree. Oh nein. Der kann Schaufel. Als wär's so ein Kolleg, so den man lange nicht gesagt hat. Dugtree, ey. Dugtree, euer Homie. Dann Grillchitter. Oh. Eine Hitzeenergie. Geil, Alter, die sieht echt nice aus. 20 KP mehr für Feuer-Pokémon. Schon cool. Und dann sind wir durch, oder? Nein, oh, da ist wieder Fanti in der Reverse-Tode. Geil. Und das Glurak, Digga. Oh mein Gott. Galaflampivian. Ja, fast. Ja, fast Feuer und. Aber das sieht komisch aus, das Viech. Das ist wert einer speziellen Attacke. Das, yeah, ist, das weiß ich noch. Da bin ich nämlich auch mal drüber gestolpert. Da habe ich auch gesagt, das sieht nicht so aus, wie es Flampivian aussehen soll. Aber das ist. Ja. Ja, klar. Das Artwork halt einfach. Ja. Sieht aus wie ein Schneemann. Ist halt schon geil. Du hast halt ein Feuer-Pokémon. Du brauchst aber Wasserenergie, damit du eine Attacke machen kannst. Eisige Hitze. Ja. Wir nähern uns, hä? Quatsch, ja, aber da kommen noch die Guten. Die Guten habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. Ich habe die ja extra sortiert. Abgewogen. Abgehoben. Ja, abgewogen. Digital. Okay, auf geht's. Ein Raffel, voll süß. Oh. Das sieht ja doch jetzt nicht ganz so. Das sehe ich jetzt erst hier, wie er die Bären hier versteckt schon. Da hat er sich schon was gesnackt, aber er braucht noch mehr. Knapfel. Aha. Auch andere Art. Ja. Oder? Ein bisschen anders. Das andere ist ja im Baum gesessen. Genau. Ja. Da ist wieder Clonkett. Da ist Shinux. Aha, aha. Stimmt, ist mir jetzt aufgefallen, das ist die Vorentwicklung von dem, was wir an die Wand malen wollen. Ah, okay. Nicht war genau das, ein das war ein Shinx, was wir in die Wand klatschen wollen. Da haben wir Lichtel. Okay. Yo, Stuart, alter Homie, was geht? Da ist wieder Portrott. Da haben wir Akub. Oh, ein Reverse Holo Geweiher. Und. Da. Jetzt aber, hit me. Ja, okay. Gefällt es. Ein Knochenadler-Pokémon. Achso, auch die Vorentwicklung. Kann man machen. Das Windel-Pokémon. War die Vorentwicklung, ja. Okay. War jetzt nichts Besonderes. Hey, ich hab schon das Gefühl, du hattest einfach mega das Glück, Alter. Im Gegensatz zu mir. Ja, teilweise, keine Ahnung. Okay. Capono haben wir auch schon gesehen. Pummeluff. Ja, jetzt wiederholt sich halt viel. Das ist halt ja, klar, natürlich. Galarflampion. Aber da kannst du ja tauschen. Slimer. Ariados normal, diesmal nicht in Holo. Da ist nochmal das Vati. Hier ist ein Visenio, hatten wir auch schon. Und. Oh, zwei. Come on, let's go. Mobites. Ja. Ein Reverse Holo. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall verwirren.
mit 40 Damage ist geil. Und zwei Karten, die der Gegner wieder zurückstecken muss, ist auch gut. Und, Nice! Ja, Zahnräder, Fusion. Aber 200 Damage. Das ist wow. Schon geil. Uhrwerk. Aber wenn sich Klick und Klick-Klack nicht auf deiner Bank befinden, hat dieser Attacke keine Auswirkung. Okay. Das heißt, ich brauche einen Klick, ich brauche einen Klick-Klack, ich brauche einen Klick-Di-Klack, damit ich Klick-Di-Klack entwickeln kann. Dann brauche ich einen Klick-Di-Klack, damit ich einen Klick-Di-Klack auf der Bank haben kann. Und ich brauche nochmal einen Klick, damit ich das auch auf die Bank legen kann, damit ich 200 Damage machen kann. Das heißt, ich brauche 6 Pokémon, damit diese Kombination passt. Aber wenn sie passt, dann zerfick ich. Das war viel zu viel Klick, klicke die Klack, Klack. Ja, Mann. Klick, 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 klick. Ja, dann klick doch mal auf die Glocke und auf den Like-Button in der. Danke, Daniel. So, von dem noch ein Booster. Die besten habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Als könnte ich irgendwas machen, wie das Spiel das so random macht, gell? Auf geht's. Das letzte Pack, Clash der Rebellen, das zerlegt uns jetzt noch ein bisschen. Irgendwelche so Ritualien machen oder sowas. Du hast wieder 2 zum Anklippen, ne? Ja, hab ich gesehen. Ein Skoppel hatten wir auch schon. Ich hast sag's du? Einfach ja. nicht. Voltra! Das alright, ist das Torpedo-Viech, weil es abgeschossen werden kann. Torpedos zähmen leicht gemacht. Ja. Oh. Das ist wieder unser Galar Porenta, ja, das etwas grantig guckt. Auch? Ja, ein Schwert. Hey, Sanya! Na, alles klar? Nette? Alles klar? So, ein Hyperheiler. Oh, das wär zum Beispiel mit dieser Kombi von der Yeltröte hammergeil. Beide Pokémon werden verwirrt. Und dann setzt du die ein, dann ist halt dein Pokémon nicht mehr verwirrt. Aha. Angenehm. Da ist mein Skuntank. Oh, guck an. Ein Dummy. Hey. Die Reverse Holo ein. Okay. Reverse Holo Xerox. Oha. Ist schon geil. Die letzte Karte von Clash der Rebellen ist ein Lauf Holo. Ein Holo, ja, wunderschön. Ich habe jetzt 2 Holo Galar Lauchzelot. Ja. Lauch ist immer gut. Ja, dafür habe ich ja dich, Nick. Ey. Okay, auf geht's. Das letzte Pack von der Daniel-Sammlung, sage ich mal. Flammende Fenster. Ich war vor, jetzt hat irgendjemand will unbedingt Lauchzelot haben und tauscht mit dir irgendwas anderes dafür. Ja, so ein. Das sau nett. Glurak oder so. Okay, nur eine zum Umdrehen. Schade. Eine Energiekarte, klar. Die Hippopotas. Kennt man. Goldbit darf da natürlich nicht fehlen. Da ist Eneko. Capuno. Ja. Haben wir mittlerweile 4. Eigentlich Capfiro. Bauch. Ja, danke. Pummeluff. Arboretos. Es gibt so Wörter. Nein. Entwickelt sich aus Bouts. Das machen wir im Winter bei den Glühwein. Arboretos. Ja, ein bisschen Arboretos dazu. Das sieht auch schön aus. Hey. Ein bisschen, naja, mach das R weg und dann steht da Arboretos. Fast, ja. Abonniert die Retros. Okay, ein Pupita. Das ist halt ultra das süße Artwork, wie dahinter der Baum einfach umfällt. Ja, weil er ihn einfach zerlegt, Alter. Mit Raketenentwicklung, er zerlegt ihn einfach. Tschüss, Baum. Sieht aus wie ein Eiskukuna, Alter. Dann Duodino, habe ich auch schon 4 Stück. Ha? Hey. Eigentlich 8 Duodino. Okay. Dann haben wir den Rose Tower. Rose. In Holo. So Reversed Holo. Alter. Und natürlich als allerletztes habe ich mir aufgehoben das Beste, das Full Art Holo Glurak. Oh wow, Lectriodon. Oder einfach das gleiche, was du schon mal hattest. Aber nee, nicht als Holo. Eins. Jetzt habe ich Holo. Mhm. Und tatsächlich kann ich es nicht spielen, weil ich dieses rotzige Fossil nicht habe.
Yeah! Mega nice, wenn jemand kommt und tauschen will oder so. Ja. Mhm. Geht es? Es geht doch. Ist nicht? Doch. Ja, doch, geht schon. Soweit ich weiß. Ich habe noch nie getauscht. Keine Ahnung. Reicht in die Kommentare. Okay. Nee, war nicht ganz so erfolgreich wie im Real Life bei der Daniel. Wir haben ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Schade, dass man nicht nach Erhalten sortieren kann. Erweiterungen, neue, alt. Einfach nur nach Erweiterungen. Okay. Also nichts so Aufregendes tatsächlich dabei. Irgendwas Übercooles tatsächlich. Du hast den Affen, den ich die ganze Zeit wollte. Ja, aber der kann halt trotzdem nichts. Ja. Yeah. Wie gesagt, war nicht so erfolgreich wie bei Daniel im Real Life. Klar, waren ein paar Holos dabei. Sowas wie ein... Achso, jetzt haben wir den Reversed Holo und den Holo. Wenn ich den jetzt ausschneide und da draufklebe, habe ich den als Full Holo, Alter. Den hat keiner. Da werde ich mich mal mit Photoshop etwas spielen müssen. Also ein Full Holo und ein Hashtag No Holo. Aber sonst, wie gesagt... Klar, immer mal wieder ein paar gute Reversed-Holos, also tolle Reversed-Holos dabei. Aber jetzt so die Ausbeute war es jetzt nicht. Ein geschenkten Gaul, schau. Naja, also, will ich natürlich nicht bezweifeln, aber... Aber gut, schon. Ich meine, wir haben zwei Tassen gekriegt, ja. Ey, Wulfix ist das Beste. Oh. Mach mal. Aber sonst, Sahne, die Sahne. Ah, hey, wir haben zwei Holo-Lauchzeller, Alter. Die nimmt mir keiner mehr. Nimmt mir keiner mehr. Ja, okay, also die sieht halt schon geil aus. Ja, Mann. Ja. Da kannst du jetzt auch nichts sagen. Die sieht einfach cool aus. Aber sonst haben wir. Ja, gut, und den, klar. Kala Manero. Der sieht halt nicht mal geil aus. Ich meine, die Karte ja, aber der Typ halt nicht. Und das war's. Das waren also die zwei Highlights. Sag ich mal. Dann ist halt schon vorbei. Das sind halt dann schon wieder alte Packs, ne? Ja, ja. Boah. Kennt ihr gar nicht. Enter. Okay, dann sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, auch in der zweiten Folge von sehr, sehr gerne. Geilen Karten-Unpacking. Danke an Daniel für die Codes. Ich würde sagen, immer wieder gerne, Alter. Ich meine, du, ohne dich wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Hey. Danke an Naurial, an Nick und an die besteste Frau Retro, dass ihr als Co-Kommentatorin mit dabei wart. Und jetzt muss ich mal schauen, ob die Jungs und Mädels hier noch Bock haben. Ich habe noch so ein paar Booster. Ob sie da auch Bock haben? Das wären mal wieder neue Karten, die wir alle noch nicht wirklich gesehen haben. Und aha, ich frage es jetzt einfach mal. Dementsprechend sehen wir uns vielleicht in einer dritten Folge. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber. Haut rein. Tschüssi. Hi. Okay, leider seid ihr mal wieder am Ende von einem Video von mir. Aber keine Angst, das nächste Video werde ich garantiert auch bald wieder hochladen. Solange könnt ihr euch aber gerne die Zeit mit einem anderen Video von mir vertreiben, das nun hier angezeigt wird. Und wie immer, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber. Retro.